Ja. Ihr macht es alleine ohne mich, dann kommt ihr gut zurecht. Ihr habt viel mehr Übung. Liebe Gäste, wir, die Hohenloher Weinhoheiten, Jasmin, Anna und Katharina, dürfen Sie herzlich zum Holz- und Krämermarkt begrüßen und willkommen heißen. Die Amtszeit für uns drei neigt sich dem Ende zu. Doch wenn uns jemand fragen würde, was uns besonders gefallen hat, dann sind es sicherlich Festle wie dieses hier. Selbst als echter Hohenloher kommt man nicht überall herum bei dem breiten Angebot an Festen, die in unserer Region angeboten werden. Wir Hohenloher feiern eben gern und viel und da darf natürlich auch das ein oder andere Schlückchen Wein nicht fehlen. Deshalb sind wir heute hier und freuen uns ganz besonders, den schönen Tag hier in Adelsfurt zu verbringen und mit allem, was dazu gehört. Gemütliches Beisammensitzen, Bummeln und das Genießen von Speis und Trank. Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer gemeinsam. Genau solche Erinnerungen verbinde ich mit Adelsfurt. In meinem letzten Schuljahr hatten wir Austauschschüler aus dem Baskenland, aus Großbritannien und aus Frankreich zu Besuch, die wir von früheren Austauschprojekten schon kannten. Doch keines der Treffen war so wie die anderen zuvor. Es war das letzte Mal, dass wir uns im Rahmen des Schulprojekts gesehen haben und einer unserer letzten gemeinsamen Abende, die wir hier in Adelsfurt bei Wein und gutem Essen verbracht haben. Jeder hat seinen Teil zum Abend beigetragen und die Erinnerungen daran sind bei uns allen bis heute geblieben. Und so ist es, denke ich, auch hier beim Holz- und Krämermarkt. Jedes Jahr kommen Gäste aus nah und fern und die Vereine der Adelsfurter, des Adelsfurter Ortsteils machen das Wochenende zu einem ganz besonderen hier. Und jeder der Gäste und auch die arbeitende Bevölkerung sammelt so Erinnerungen, die sie immer wieder erzählen und auch im nächsten Jahr noch davon sprechen. Bekanntschaften machen, schöne Momente festhalten und Erinnerungen schaffen. Auch das sind Dinge, die wir als Hohenloher Weinhoheiten immer wieder erleben und die das Jahr zu etwas ganz Besonderem machen. Und wir freuen uns, auch den Holz- und Krämermarkt heute dazu zählen zu können. Denn der traditionelle Markt ist für uns ein echtes kulturelles Highlight. Von Musik, Tanz und Handwerk bis zu regionalen Speisen und Wein ist wirklich alles dabei. Das bunt gemischte Programm der örtlichen Vereine und die angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten garantieren somit, ein gemütliches und abwechslungsreiches Wochenende hier in Adelsfurt verbringen zu können. Nun aber zum Freiwein. Ein ganz besonderer Tropfen, der nur darauf wartet, von Ihnen verkostet zu werden. Denn wer Wein verdient, soll kein Wasser bekommen, wie eines meiner Lieblingssprichwörter aus Afrika besagt. Bis gleich der Freiwein verteilt ist, dürfen wir Ihnen schon einmal mit einem Weinspruch einen schönen Samstagmittag hier auf dem Holz- und Krämermarkt in Adelsfurt wünschen und freuen uns, gleich den ein oder anderen bei einem Gläschen Wein zu treffen. Wein vergoldet jeden Tag, scheucht hinweg des Daseins Plag, macht die Menschen froh und heiter, ihren Geist sehr viel gescheiter. Lässt das Leben schön erscheinen, die Gedanken Gutes meinen. Lässt uns all zu Freunden werden, friedlich wird es dann auf Erden. Wer den Wein so klug genießt, Freude aus den Sternen liest, merkt an seines Herzens Schlag, Wein vergoldet jeden Tag. Zum Wohl! Jetzt ist es offiziell, es ist eröffnet. Genau. Vielleicht nochmal anstoßen, das wäre ganz schön. Wow. Und die Männer hätten jetzt noch nicht wegrennen müssen. Sieht aus, als wäre es so.
schön. Dankeschön.